So, Folge 25, herzlich willkommen zurück. Wir haben eine Einladung bekommen zum RTC One UK Cup. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, was das sein soll, was das für eine Veranstaltung sein soll, aber es sind immer wieder UK Cups, zu denen wir hier eingeladen werden. Also ein paar internationalere Sachen wären schon nicht schlecht, als immer nur in England zu fahren. So, und wir haben ja jetzt in der letzten Folge die Supercard-Meisterschaft in der zweiten Runde gewonnen. Das heißt, jetzt kommt die finale Runde heute. Und dann sind wir, glaube ich, schon in der nächsten Klasse. Also das ist jetzt das Finale. Snetterton. Oh nein, Snetterton. Ich hasse Snetterton. Ich glaube, ihr habt das schon mal mitbekommen, wo wir da schon mal unterwegs waren. Das heißt, hier müssen wir erstmal wieder trainieren. 200, es gibt glaube ich die 100er, die 200er und die 300er Variante. Ich glaube die 200er ist die, die wir schon mal gefahren sind. Und ich glaube, ihr wisst vielleicht noch die letzten Sektoren. Da habe ich extreme Schwierigkeiten mit den Curbs auch gehabt. Und gerade die Karts sind ja sehr, sehr nervös auf Curbs. Und die sind hier riesengroß. Wie so eine umgedrehte Sandkasten-Kinderrutschen-Scheiße. Wir fahren mal raus und gucken, was wir hier erreichen können. Zum Glück ist unser Vorsprung in der Meisterschaft ziemlich gut, so dass wir hier wahrscheinlich nicht so viel verlieren können. Wir müssen aber trotzdem, wir können nicht einfach komplett verkacken, das ist auch nicht drin. So, die Bremsen sind wieder kalt. Und die Reifen. Und die Bremspunkte kenne ich auch überhaupt noch nicht. Die Strecke fahre ich auch nie. Das war nur einmal, wo ich die gefahren bin. Und zwar mit dem Caterham 7 Classic. Lange, lange gerade. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Glaube ich nicht. Bin, wenn dann, in den Kurven gut. Linkskurve vielleicht Vollgas. Nein, nicht Vollgas. Geht nicht. Ich dachte, ich bin da schnell genug. Aber da muss ich bremsen. Nach der langen Gerade, klar. So, hier, dieser nächste Sektor. Kann ich mich jetzt langsam ranarbeiten. Nämlich hier, die Kurven hier hinten sehr schnell. Aber da muss man eben aufpassen am Ende, wie hier, dass man hier früh genug bremst und nicht auf diesen Curb auffährt. Das ist nur ein kleiner Curb gewesen. Will man gar nicht mal wissen, was passiert, wenn man auf den großen kommt. Die habe ich gut erwischt, die Kurve, auch wenn der da im Scheitelpunkt noch war. Aber diese Kurve hier, die muss ich noch besser üben. Der Bremspunkt war schon gut, glaube ich. Wichtig ist nämlich, wie man hier rauskommt, weil eben dieses lange Stück gerade jetzt kommt. So war das schon gut. Im ersten Sektor ist jetzt also schon, habe ich jetzt schon einigermaßen auf dem Plan, wie ich den fahren kann. Hier bremse ich jetzt mal an. War etwas zu spät, man musste hier nämlich weiter links rauskommen, um die nächste Rechtskurve besser zu erwischen. Also da kann ich ruhig noch früher bremsen. Hier ein bisschen vom Gas gehen, wieder drauf. Das ist okay, das funktioniert. Und hier mal auch ein bisschen lupfen. Ja, da ist wieder das Problem mit dieser Strecke, das ich habe. Letzte Passage, da wenn man da gerade rauskommt und bremst, erst wo man eigentlich schon bremsen kann, muss man schon aufpassen, die Bodenwelle. Die Bodenwelle ist auch immer im Weg. So, der war auch im Weg. Im Moment ist mir die Zeit noch ziemlich egal, die ich hier fahre. Hauptsache, ich komme hier erstmal mit der Strecke zurecht. Das versuche ich hier im Training erstmal auf dem Schirm zu kriegen. Die Folgen sind ja jetzt auch meistens ein bisschen länger, 30 Minuten. Standardmäßig sind ja eigentlich eher so 20. Das heißt, ich mache das Training und das Quali einfach mit rein. Ich denke, das ist auch interessant, mal zu sehen, wie man sich so weiterentwickeln kann auf so einer Strecke. Und wie man zum Ziel kommt, falls ihr selber auch das Spiel spielt und Probleme habt. Vielleicht hilft es euch ja hier die ein oder andere Stelle bei mir.
weil ich auch eben gleich immer anspreche, was ich hier gut gemacht habe und schlecht, sodass man nachvollziehen kann, wie man es vielleicht machen könnte. So, hier zwei Striche, da bremse ich jetzt schon an, also ziemlich früh. Hier umlenken, so klappt es. Letzter Sektor war jetzt eben sehr, sehr sauber. Habe es jetzt so umgesetzt, wie ich es mir gedacht habe und es hat funktioniert. Jetzt geht es nochmal auf eine Runde mit Zeit, um mal zu gucken, wie ich da so zeitlich abschneiden kann. Erste Kurve, da bin ich sehr schnell, da bin ich glaube ich auch schneller als die Gegner. Ein bisschen zu spät gebremst. Jetzt hier also nicht so gut gewesen, aber naja. Einfach mal zu gucken, wo man steht, ist es nicht schlecht, im Training schon mal eine schnelle Zeit zu etablieren. Hier muss der Auge auf jeden Fall zum Scheitelpunkt gehen. Ah, schon wieder so ein Kackproblem. Also man hat hier immer irgendwelche Kleinigkeiten. Ich hasse die Strecke. Boah. Eieieiei. Jungs, ey, habt ihr keine Bremsen im Auto? Knattert er da richtig hinten rein, ey, ich glaub's nicht. So, neuer Versuch. Vorderreifen werden langsam kalt. Das ist nicht schön, die brauche ich. Die müssen gute Temperaturen haben bei den schnellen Kurvenkombis. Ich hier den ersten Sektor nicht mehr zusammen. Das hat doch vorher so gut funktioniert. Komisch. Hier schon wieder bremsen für die nächste Rechtskurve. Das hat geklappt. So, das könnte unsere erste gezeitete Runde sein, die nicht gestrichen ist. Bin mal gespannt, wo uns die hin verschlägt. Vielleicht in die Mitte des Feldes auf 6, wäre nicht schlecht. Ist schon mal auf 1, das ist gut. In 1,6 sind wir gefahren. So, erste Kurve habe ich schon mal besser erwischt als eben. Ersten Sektor haben wir auch besser erwischt als eben. Wenn wir den letzten jetzt auch wieder so hinkriegen. Okay, anscheinend war der letzte doch schneller. In der letzten Runde. Bloß nicht auf die Hochhauskurbs kommen. Sechstausendstel, das ist also schon ganz gut, glaube ich, was ich eben gefahren bin. Kam mir jetzt nochmal deutlich stabiler vor als davor. Dann werde ich nach dieser Runde auch abbrechen und ins Qualifying springen. War nochmal ein bisschen langsamer. So, die werden nochmal ordentlich aufholen, schätze ich, zum Ende hin. Und in der Tat sind sie jetzt Fünferzeiten gefahren. Ich bin also nur noch auf Platz 4 jetzt in dem Training zumindest. Aber ich glaube, die werden ja im Qualifying wieder nochmal langsamer werden, wie immer. Dass ich dann da ganz gute Karten habe mit einer 1,6. So, lass mich raus. Danke. Go, go, go. Dieser britische Akzent ist gut umgesetzt. So, kalte Reifen. Fährt sich ungefähr so, wie wenn man total runtergefahrene Reifen hat am Anfang. So fühlt sich das an. Der Wagen reagiert extrem auf jede Bewegung und rutscht sofort in alle Richtungen.
Reifen mal ein bisschen aufwärmen. Das kann ich hier nicht machen, das ist zu direkt, das Kart. Oh, habt ihr den gesehen? Der ist gerade mit zwei Rädern dann durchgefahren. Gibt wirklich alles hier, der Konkurrent. Okay, you're in the zone. It's time to take control. Ah, jetzt hat es mal super geklappt mit der letzten Kurve. Aber es ist ja erst die Einführungsrunde. Jetzt geht's in die Schnelle. 1,6 ist unser Target. 1,6, ein tiefer 1,6 am besten. So, hier sind die Konkurrenten immer sehr langsam. Da kann ich ordentlich gut machen im Rennen. Super gut, das hat wunderbar geklappt. Hinterreifen haben jetzt auch ein bisschen Temperatur. So, ich bin zufrieden. Fürs Netterten ist das eine super Runde bisher. Mal gucken, wo die Zeit stehen bleibt. Boah, 1,4. Das muss reichen. Ich springe zum Ende der Session. Und das reicht auch. Was? Die anderen sind 13 Minuten gefahren für die beste Runde. Okay, anscheinend haben die es nicht geschafft, eine Runde zu beenden. Ich war 12 Minuten 55 schneller pro Runde. Sieh mal einer an. Springen wir mal zum Rennen und gucken, was passiert. Mittelmäßig bewölkt. Das kann bedeuten, dass es hier auch nochmal regnet. Erstmal den Start wieder hinkriegen. Das Schwierigste ist echt immer die erste Runde mit den Karts ohne Temperatur. Wobei die Räder jetzt hier auf grün stehen. Komisch. Fühlen sich nicht so an. Laut Anzeige ist die Temperatur schon gut. Uiuiui. Quersteher, habt ihr gesehen? Jo, wir haben schon ordentlich ein paar Meter zwischen uns gelegt. Zwischen den anderen. So, man glaubt es kaum, aber ich habe im Moment wirklich die richtige Linie für Snetterton gefunden. Snetterton 200. Ja, hätte ich es mal nicht gesagt. Irgendwann im freien Modus werde ich mal volle Pulle über den Körb fahren und gucken, wie weit das Ding fliegt. Komische Figur da hinten, der Slenderman persönlich. Eieieiei. Bin mal gespannt, wie es weitergeht, welche Klasse danach kommt, weil das ja jetzt eigentlich die Hauptmeisterschaft der von Tier 7 ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, fuck. So, Führung verloren. Fahren jetzt aber weiter. Den kriege ich definitiv in der ersten Kurve oder schon davor, glaube ich.
Ja. So, ich bleib hier mal lieber jetzt in der Perspektive, damit alles in der finalen Runde dieser Kartmeisterschaft noch gut geht. Ich nicht noch irgendwas fabriziere hier. Jetzt ist hier wieder der Wurm drin bei mir. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ich verstehe es manchmal nicht. Bremsen sind gut, Reifen sind gut. So, jetzt überhitzt der Reifen hinten langsam sogar. Den ganzen Querstern. Ich weiß nicht, was das für eine Scheiße ist, sorry, aber ich war genauso wie vorher auch im Qualifying, jetzt geht's auf einmal nicht mehr so. Ja, ich fühle auch immer noch, ist auch alles nicht so dramatisch, aber stört mich schon so ein bisschen. So, das ist die letzte Runde vom Sprintrennen. Ich habe nur 5 Sekunden Vorsprung, steht da. So, jetzt klappt es auch wieder irgendwie, keine Ahnung warum. So, letzte Meter, einmal noch diese lange Rechtskurve. Und dann kommt Rennen 2 gleich. Das ist dann das letzte Rennen der Supercard-Meisterschaft. Es kann natürlich sein, dass danach wieder irgendwelche extra Runden kommen. UK oder international oder Weltmeisterschaft in Supercards, wer weiß. Auf jeden Fall läuft es ja hier ganz gut für uns. Kann man sich nicht beschweren, 90 Punkte Vorsprung, also insgesamt 90 Punkte, aber schon über 40 Punkte Vorsprung, das ist schon richtig gut. Wir haben bisher alles gewonnen, kriegen wahrscheinlich auch nochmal für die schnellste Runde Punkte. Beim Qualifying waren wir auch schnellste. Und jetzt geht's nochmal ins finale Rennen der UK National Serie im Supercard. So, Start ist geglückt. Sonne steht tief. Scheitelpunkte sind bestimmt nicht so einfach so einzusehen, aber wird schon hinhauen. So, 7 Runden müssen wir diesmal überleben. Ich hoffe, dass wir nicht wieder irgendwie so ein Tief kriegen in der Mitte des Rennens. Wie eben gerade. Für die erste Runde ist das hier erschreckend gut im Moment. Beim fliegenden Start habe ich das Gefühl, dass die Probleme auch nicht so hart sind mit dem Grip. Das ist eher immer in den ersten Rennen, wo man startet, stehen startet.
Und ich bin heilfroh, dass es hier keinen Regen gab in der Meisterschaft. Das hätte mir wahrscheinlich noch den wirklich Nerven gekostet. Am schwierigsten war wirklich das Rennen im Alton Park. Das waren einfach die krassen Bodenwellen, die dieses Kart wirklich immer wieder extrem ausbrechen lassen haben. Kann natürlich auch sein, dass es zu hart abgestimmt war dafür. Aber es lohnt sich ehrlich gesagt auch nicht so richtig ein Setup für die Fahrzeuge zu machen. Man hat nur 15 Minuten Training, das reicht gar nicht, um ein vernünftiges Setup auf die Beine zu stellen. Das kann dann auch eher in die andere Richtung gehen. Und dann fährt man immer nur 5 Runden Rennen. Das ist auch nicht so, dass man da ein Setup für braucht. Wenn ich das erst gemerkt habe, zum Beispiel, dass ich dann ein weicheres Setup brauche, dann bin ich bestimmt schon 5 Minuten gefahren. Dann habe ich noch 10 Minuten, um was zu ändern. Und dann muss ich noch gucken, ob es klappt oder nicht. Das ist alles nicht so einfach. Das ist zu knapp. So, 7 Sekunden Vorsprung, das ist richtig viel für so eine Kartmeisterschaft. Wow, gerade noch so gegengelenkt. Ja, die Stelle war schon lange nicht mehr dran. Komisch, was mir gerade auffällt, ist, dass der mit der linken Hand hochschaltet. Normalerweise schaltet man mit der rechten Pedal hoch. Sehr seltsam. Oder ist das irgendwas anderes? Keine Ahnung. Hat der überhaupt Pedal? Hat der überhaupt Whip-Schalter? Ja. Da sieht man es wieder. Achte gerade die ganze Zeit auf die Hände. Ich weiß nicht, ob schaltet der runter? Ne, der schaltet gar nicht runter. Der schaltet wohl nur hoch. Ich weiß nicht, was das für ein System ist. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Dann könnt ihr das natürlich gerne mal hier reinschreiben. Wieder eine Runde beendet. 2 sind noch drauf auf dem Plan. Ups, was war das? So, wir sind jetzt auch mal wieder eine 6er-Zeit gefahren, 1,6. Das war nicht verkehrt, aber auch nicht so gut. Letzter Sektor wird jetzt hier wieder mit der letzten Kurve gekrönt. Sehr wellig auch noch da. Das kommt auch noch hinzu. Zumindest in der Linkskurve, die zum Schluss da ist. Fastest Lap. Oh. Das war eine 1,5, das war schon gut. Immer wieder habe ich da einen Quersteher. Da ist nämlich auch so ein Versatz. Mitten in der Kurve beim Exit.
Da war auch wieder gerade die Bodenwelle, hat man es schön gesehen, da ist er dann nach links geschwenkt mit der Front. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, die Kurve richtig zu erwischen, da habe ich dann eine Vollbremsung gemacht. Das sind immer so die kleinen Problemchen der Supercards. So. Noch einmal um diese Snedderton-Strecke, dann haben wir's. Great job, that's great pace. Don't switch off, we're building a really good gap now to second. Keep it up. Ich freue mich auch schon auf den Clio Cup, der müsste ja auch irgendwann jetzt kommen dann. Was war das jetzt? Glücklicherweise habe ich genug Vorsprung. Hallo. So. Clio Cup müsste bald kommen. Wir haben ja jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass jetzt erstmal noch eine Weltmeisterschaft kommt mit den Supercards. Ich für meinen Geschmack müsste jetzt aber die Cards nicht mehr unbedingt haben. Auch wenn ich jetzt einigermaßen doch schon gut damit klarkomme, würde ich doch lieber GT fahren. Also GT-Autos. So, letzte Runde, letzte Meter und Meister in der Meisterschaft. Und dann gucken wir uns natürlich nochmal die Wertung und so an. Puh. Oh, jetzt muss ich mich mal strecken. So. Neustart? Nein. So, 12 Sekunden Vorsprung hatten wir noch, das ist okay. 15 Punkte und nochmal 5 Punkte fürs Qualifying. Wir sind Meister der Supercard UK Nationals. Und mit 105 Punkten haben wir doppelt so viel fast. Nee, haben wir nicht, aber fast, ja, wie der nächste Verfolger. Weiß nicht, bei der Kart One Meisterschaft, die wir am Anfang gefahren sind, da gab es sogar noch eine Animation, wo wir den Pokal gekriegt haben. Ich glaube, das kommt jetzt wohl nicht. Das heißt bestimmt, dass also noch nicht, das ist noch nicht die Endmeisterschaft von Tier 7 war. Sondern dass bestimmt noch eine nachkommt. In der Supercard-Serie. Ja, das war's aber erstmal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und bis dahin viel Spaß noch und keine Ahnung. Ciao.